Okay, und jetzt suchen wir mal den Tränkebrauer und schauen uns allgemein hier oben ein bisschen um, denn bisher konnten wir hier ja nicht hin. Sei gegrüßt. Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Wo finde ich Satoras? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Na gut, dass er Magier ist, hätten wir uns ja schon fast gedacht, da sich hier selbst in Brand gesteckt hat. Aber gut. Das wird dann wohl seine Hütte sein. Und hier haben wir einen Tränkebrauer. Das sieht doch gut aus. Sei gegrüßt. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Satoras schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Zeig mir deine Ware. Ach ja, doch. Er hat eine Menge Tränke im Angebot. Vor allem auch Tränke, die wir noch gar nicht kennen. Trank der Geschwindigkeit zum Beispiel. Was haben wir denn alles von ihm bekommen? Ein Geschicklichkeitstrank, der uns permanent geschickter macht. Das ist schon mal sehr gut. Geschwindigkeitstränke, Heiltränke und ein Trank, der unsere Stärke erhöht. Ja, gut. Haben wir noch Dinge zum Verkaufen? Ja, das kann rüber. Den Hammer behalten wir. Den Todbringer auch. Der kann noch weg. Und das tauschen wir jetzt mal gegen Geschwindigkeitstränke. Ups, da war nur einer. Na gut, dann gegen Geschwindigkeitstränke und gegen gute Heiltränke. Und gegen einen nicht so guten Heiltrank. Und den einen Stärketrank, den trinken wir doch gleich mal. Mal schauen, ob er überhaupt noch was bringt. Ja, er hat unsere Stärke erhöht. So, apropos Stärke und Geschwindigkeit. Wir sollten Akrobatik denn auf jeden Fall noch lernen, bevor wir hier das Lager wieder verlassen. Denn an den einen Stein kamen wir ja nur ran, wenn wir weiter springen können. So, also, da geht's zu Satoras. Das ist Nefarius' Hütte, da ist der Alchemist drin. Dann haben wir noch die beiden Hütten hier. Das ist wohl so eine Art Bibliothek. Jede Menge Bücher, aber die interessieren uns gerade nicht so sehr. Was haben wir hier noch? Hallo! Lass okay. Mich mal durch! Er hatte nicht wirklich viel zu sagen. Dann haben wir noch hier ein paar Kämmerlein, wo auch Truhen drin sind, aber hier sollten wir nicht unbedingt auf die Diebestour gehen. Sei gegrüßt. Und er hat auch nichts zu sagen. Na gut, schade drum, aber kann man nichts machen. So, gucken wir bei Lee vorbei, was die Rüstung angeht. Hallo. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Schade. Na gut, vielleicht sind wir so weit, wenn wir die Fokussteine alle gefunden haben. Denn zum einen haben wir eine große Sache fürs Lager geleistet. Wahrscheinlich die größte, die irgendein Söldner hier je geleistet hat. Und wir haben jede Menge Kampferfahrung gesammelt. Denn die Gebiete, in denen wir die anderen beiden Fokussteine gefunden haben, waren ja schon ziemlich anspruchsvoll. Da werden die anderen beiden auch nicht gerade einfach sein. Aber jetzt suchen wir erstmal Buster. Der hat uns nämlich schon mehrmals angeboten, uns Akrobatik beizubringen. Wir hatten ihn immer vertröstet, dass wir es noch nicht brauchen. Aber jetzt wird es langsam Zeit. Er war weiter oben.
Ja, da vorne sitzt er doch. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück! Oh, na gut. Also hilft es uns auch, wenn wir wieder vom Turm runterpurzeln. Gucken wir mal, wie weit wir springen können. Von dem Haus zum anderen. Jo, schön, schön. Also, wir haben Akrobatik gelernt. Wir haben eine Menge Tränke. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Ha, der hier möglich kurzzeitiges Sprinten und der hier etwas längeres Sprinten. Na gut. Also wir haben jede Menge Tränke. Wir haben leider keine neue Rüstung. Brauchen wir noch irgendwas hier im neuen Lager? Trainieren könnten wir Stärke nicht mehr, höchstens Geschicklichkeit, und die brauchen wir nicht so unbedingt. Und der Zweihandkampf auf Stufe 2 würde 40 Lernpunkte brauchen und die haben wir nicht. Kann schon sein. Allzu viel zum Verkaufen haben wir auch nicht mehr. Aber mal für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Nö, passt gar nichts mehr. Also haben wir hier soweit alles erledigt. Das heißt, wir sollten uns auf die Suche machen nach den Fokussteinen. Anfangen wollten wir hier im Südwesten, also im Südwesten der Karte. Das wäre dann der Steinzirkel gewesen, wo die ganzen Untoten unten drin war und ein so ein recht mächtiger Zombie, der fast gar keinen Schaden von unseren Waffen bekommen hat. Aber letzten Endes ist er ja auch gefallen. Da gucken wir jetzt mal als nächstes hin. Und da kamen wir hin, indem wir hier aus dem Lager raus sind und dann rechts den Berg hoch. Ja, also da vorne ist der Ausgang. Gucken wir mal kurz beim Reislord vorbei, vielleicht etwas Neues zu sagen. Hallo Freund, den kleinen Streit vergessen wir, okay? Ja, okay. Ich sag ja, er ist richtig handzahm geworden. Ich halte mich da lieber raus. Und irgendwo arbeitet hier auch der Horatio auf dem Feld. Wahrscheinlich jetzt mit einem Grinsen auf dem Gesicht, weil der Reisleut endlich eine Ruhe gegeben hat. Auch wenn es nicht wirklich sein Verdienst war, denn den Reisleut hatten wir ja schon vorher vermöbelt ohne seine Hilfe. Aber sei es drum. Es zählt nur, dass er wieder die Leute nicht so schikaniert. So, hier jetzt rechts rum, da hoch und schauen wir mal, ob hier irgendwelche Snapper wieder aufgetaucht sind. Denn hier um die Ecke war irgendwo eine Höhle und da waren recht viele drin gewesen. Denn das könnten wir jetzt nicht unbedingt gebrauchen, wenn wir hier bei diesen Klippen plötzlich von der Seite vom Snapper angesprungen werden. Da oben könnte das gewesen sein, auf der Plattform. Und... Nö, niemand zu Hause. Gut, gut. Aber ja, jetzt müssen wir gucken, beim Steinzirkel waren nämlich Truhen unten drin. Und wir waren jetzt ja bei unserem großen Jagdausflug vor ein paar Tagen bei sehr vielen Ruinen und sehr vielen Türmen und dem Steinzirkel. Und ab und an waren da mal ein paar Truhen, die wir nicht wirklich aufbekommen haben. Vielleicht war eine der Truhen im Steinzirkel ja auch davon. Also derart, dass wir sie nicht aufbekommen haben. Müssen wir einfach mal nachgucken. So, und eigentlich müssten wir gleich von hier aus schon den Steinzirkel sehen können. Nanu? Ein Feuermagier? Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Und wieder Lester. Ja, ja. Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft?
Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Ach, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Ah, dann haben wir ihn wohl umgebracht. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Also eigentlich brauchen wir gar keinen Plan, weil wir haben ihn ja schon umgebracht. Aber hören wir mal, was er sonst zu sagen hat. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Ja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Na, wenn du das sagst. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, er hätte einfach nur mal in das Stonehenge reingucken sollen. Also, jetzt direkt. Denn das letzte Mal, als er da war, war wohl eine ganze Weile her, bevor wir da aufgeräumt haben. Aber gut, er hat seinen Talisman bekommen. Wir haben das Amulett ja schon vorher gehabt. Und den Fokusstein haben wir anscheinend auch schon hierher. Aber wir sollten sicher gehen und die Truhen da nochmal überprüfen. Und wir haben eine Spruchrolle bekommen, um Untote zu töten. Was ja auch ganz praktisch ist. So, also in der schon mal nix. Und in der auch nicht. Gut, gut. Das heißt, wir können einmal auf die Karte gucken. Das heißt, wir können den Fokus im Südwesten schon mal abhaken. Das heißt, unser nächstes Ziel ist jetzt die Festung im Südosten. Dazu müssen wir erstmal wieder hier raus und dann speichern wir gleich mal ab. So, noch haben wir auch Tageslicht. Schön, schön. Und speichern. LP 55. Nicht 66, 55. So.